Hallo meine lieben Freunde, ich grüße euch aus der Sonnenstube der Schweiz. Heute werde ich ein Haul-Video machen, aber kein normales Haul-Video, wie die meisten das machen, mit sehr großen und vielen Sets. Ich werde ein kleines, also viel billigeres, also kleinere Sets vorstellen, die ich vor kurzem gekauft habe. Weil ich ja selbst nicht so viel Geld habe, kann ich auch nicht keine großen Sets kaufen. Und zum Teil habe ich auch ein paar Schnäppchen gefunden in verschiedenen Läden. So, und das Intro jetzt. So, meine lieben Freunde. Ich habe in der Zwischenzeit etwas zum Trinken geholt. Alles schmeckt besser aus der Heldentasse. Besonders, wenn es eine Marvel-Heldentasse ist. Wie zum Beispiel hier Spider-Man. Nein, Witz beiseite. Jetzt werde ich mal diese Haul-Videos zeigen, also die einzelnen Sets, die ich geholt habe. Haul, was heißt das eigentlich, Haul-Videos? Keine Ahnung. Ich bin im Englisch nicht gut. So, das erste, ich habe die meisten davon sind sogar Polybags. Und ich habe solche Polybags hier in der Schweiz für 4,95 pro Polybag gefunden. Und alles das bei Manor. Das ist in Lugano bei uns. Das erste ist von City, die 30369 und ist ab 5 Jahre. Das ist, ich weiß nicht wie das heißt, weil auf die Polybag steht kein Name, also wie dieses Set heißt. Es ist nur eine Minifigur auf einem Surfbrett und ein, ich glaube, das ist ein Strandbuggy oder so etwas ähnliches. Ein Fahrzeug. Und das eben für knapp 5 Franken ist das wirklich viel, also ist das wirklich viel, was man da bekommt. Bei solchen Polybag. Deswegen finde ich Polybag immer schön. Dass man für wenig Geld, besonders bei Lego, etwas mehr bekommt. Das nächste, und ich zeige, habe ich schon aufgebaut. Werde ich. Alle Sets werde ich dann, die noch nicht gebaut sind, werde ich sie aufbauen, also ein Aufbauvideo machen. Die ich schon gebaut habe, werde ich einfach ein Review machen von diesen Sets. Ich finde sie eigentlich alle gut für diesen Preis, also für Lego-Verhältnisse. Es ist ja alles Lego, was ich hier habe. Das nächste ist auch von City. Die Nummer ist 30367. Auch ab 5 Jahre und es ist ein Helikopter. Ich glaube, das ist ein Polizeihelikopter. Das ist ein Polizist. Und das habe ich schon mal aufgebaut. Diese Dings habe ich innerhalb von 2 Wochen alles zusammengekauft. Polybags sind alles von Manor. Ein Set ist auch von Manor und 2 habe ich von Migros gekauft noch dazu. Also das ist der Helikopter. Das nächste, das ich vorstelle, das ist auch schon aufgebaut, ist ein weiteres Polybag von Harry Potter. Das ist mit der Nummer 30420. Hier steht das, Harry Potter and the Hagrid's Oval Delivery. Wie gesagt, mein Englisch ist zum Heulen. Delivery. Oval Delivery. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. The Wizard World heißt da unten. Sieht so aus. Die Polybags sind alles 4,95 Franken. Haben die gekostet. Das sieht so aus. Auch ein schönes Set. Das ist auch schon aufgebaut. Das nächste Polybag ist von der Creator, 3 in 1 und hat die Nummer 30578 und ist ab 6 Jahre. Das sieht so aus, auch, es steht sogar der Preis noch drauf. Wie gesagt, alle Polybag kosten genau gleich viel bei Manor. Auch ein sehr schönes Set, hier kann man ja 3 verschiedene
Dings machen, Figuren, ein Hund, ein Skorpion und eine Kobra, glaube ich. Ja, eine Kobra. Das nächste Polybag. Das stellst du gleich zu. Sieht man das? Ja, es ist. Ich werde nachher das wahrscheinlich ein weiteres Ding, wo man alle zusammen sieht. Und ich habe da wenig Platz. Das nächste Polybag. Das letzte auch, ist auch von der Creator und hat die Nummer 30575, auch ab 6 Jahre, und es ist eine Lokomotive, die ist sicher am meisten bekannt, das ist auch so, die kostet auch immer noch die gleiche wie die anderen, so sieht man das Ganze besser. So, jetzt kommen wir zum Set, das ich gekauft habe. Das billigste von diesen drei, die ich jetzt noch habe, das war auch in Manor und war vergünstigt. Also vergünstigt. Das ist, glaube ich, 30%, bin ich mir sicher. Das ist der Brickheads, also gehört zu den Brickheads, mit der Nummer 40380. Das Schaf, Serie Nummer 100, ich glaube, das ist die Serie, also die Nummer, die 100. Brickhead-Figur. Und das, ich glaube, die meisten von denen kennen sie schon. Und war für 8 Franken erhältlich. Immer bei Manor, hier in der Schweiz. Ich glaube, die meisten von denen kennen. Das ist die Rückseite. So. Seite so, oben so, ja, geht an der Seite. Das nächste Set, die nächsten beiden letzten Set habe ich in der Migros gekauft und für den gleichen Preis, für 12.90 Franken. Das da ist der Star Wars mit der Set Nummer 75295. Ab 6 Jahre, Millennium Falcon Micro Fighters. Von der 8. Serie von den Micro Fighters. Das kennt sie wahrscheinlich die meisten. Und hier sieht man den Preis bei Migros. Das ist der normale Preis in der Schweiz für so ein kleines Set. Ja, oben ist noch Han Solo. Das nächste und letzte Set, auch für 12,90. Das ist so von der Creator, 3-9, mit der Setnummer 31100, auch ab 6 Jahre. Und das ist das Auto hier. Das da, das ich auch später zeigen werde. Wie gesagt, diese Sets hier, die ich noch nicht gebaut habe, werde ich sehr wahrscheinlich eine Aufbauvideo machen. Ich muss noch sehen, ob ich mal ein Live-Aufbauvideo mache mit irgendeinem als Test. Ich habe noch nie Live-Videos gemacht. Ich muss da noch mal testen zuerst, wie das aussieht. So sieht die Schachtel aus. Die meisten kennen sie schon. Ist auch schon eine geraume Zeit auf dem Markt, dieses Set. Finde auch schön, auch für die 12,90, knapp 13 Franken, dass man hier auch drei verschiedene Fahrzeuge machen kann. Von denen gibt es, glaube ich, 3 oder 4 für diesen Preis hier in der Schweiz. Ich habe für diesen entschieden, weil ich die anderen schon von anderen YouTubern gesehen habe. Diese hier weiß ich nicht, ob das schon jemand anders vorgestellt hat. So, das war mein Haul-Video. Werde jetzt sie zusammen. Sonst trinke ich mal einen Schluck Tee. Mehrere Schlücke. Das wäre das. So, vielleicht noch. Ja. Das. Sie noch zum Aufbauen.
Und so, ja, doch geht. Man sieht es. Okay, das war's für heute. Das war ein kurzes Video zum Zeigen, was ich bei mir als Hohlvideo bezeichnen werde. Hier die Tasse, mal von der anderen Seite, da steht ein Marvel. Sonst werde ich nächstes Mal vielleicht ein paar von diesen Sets zeigen. Oder wie gesagt, werde ich vielleicht das Xengao, das romantische Restaurant. Ich wollte es nicht zeigen, weil es vor kurzem schon von Walter Lego gezeigt hat. Deswegen warte ich noch ein bisschen mit dem Review vom Set. Ich werde es wahrscheinlich ein bisschen anders erzählen, als was Walter gesagt hat. Ich werde sehr wahrscheinlich auch über die, weil es ja auch ein geklauter Mock ist, werde ich auch dort wieder zeigen, von wem es geklaut ist. Ich weiß zum Beispiel, dass es Rebrickable dieses Set sieht. Es ist eigentlich eine weitere Vergrößerung des Pariser Restaurant von Lego. Das hat, wie gesagt, ein Mocker dieses gemacht. Der einzige große Unterschied ist es gegenüber der Pariser Restaurant Mock, also der Pariser Restaurant Mock, dass der Dach anders ist. Das ist das Einzige, was wirklich anders ist. Während die Fassaden und ich glaube sogar das Innere des Restaurants genau das gleiche ist wie der Mock. Ich werde es nächstes Mal zeigen. Oder entweder das oder die eine von diesen. Ich muss noch schauen, was ich da genau mache. Okay, bis dann, auf nächstes Mal und bleibt mir gesund. Ciao.